Hi, servus Leitz. Herzlich willkommen im Pelzerwald. Es ist Ende August. Wir haben jetzt schon kurz nach 11, locker über 30 Grad. Es soll noch ein bisschen wärmer werden. Da im Wald geht es noch. Ich bin mal gespannt, was heute temperaturtechnisch auf mich zukommt. Ich mache heute einen Rundwanderweg. Und zwar den Maikamera-Quellenwanderweg. Unter anderem mit dem Hintergrund, dass ich die Hoffnung habe, bei diesen Temperaturen, Quellenwanderweg, ne, auch öfter auf eine Quelle zu treffen, um mich dort zu erfrischen und mein Trinkwasservorräte aufzufüllen. Ja, ein Wald ist bald zur Asche gemacht. Das gilt bei den aktuellen Temperaturen natürlich umso mehr. Wir haben auch momentan höchste Waldbrandstufe. Das werde ich heute auch auf jeden Fall unterlassen, irgendwo Feuer zu machen. Ich habe nicht den offiziellen Einstieg zur Tour gewählt, der in St. Martin wäre, sondern ich bin auf den Parkplatz Forsthaus Hildenstein gefahren. Von dort aus kann man auch durch einen kleinen Zubringer 300 Meter, ich glaube, man hat es vorhin gelesen können, auf die Tour einsteigen. Der Einstieg habe ich jetzt auch direkt gefunden. Ich folge jetzt weiter diesem Zeichen mit dem Q. Ja, wenn ich jetzt auch genug gebabbelt, auf geht's. Auf den ersten Meter kommt man sich fast ein bisschen vor wie im Schwarzwald. Ja, am Wegesrand wachsen schöne Brennnesseln und die Samen sind jetzt reif und das ist ein durchaus willkommener Snack, ein Energielieferant zwischendurch. Schmecken ganz lecker. Achtung, Ameisenstraße quert. Da ist jetzt ein erster Brunnen, sprich auch eine erste Quelle. Und zwar der Herrgottsbrunnen. Ich blende es mal gerade ein. Wobei es kein Brunnen ist oder keine Quelle ist, von der ich trinken werde. Ich meine, um sich das Wasser mal ins Gesicht zu machen, zur Erfrischung, okay. Aber das sieht mir doch im Moment relativ abgestanden aus. Oh, gefährliche Wegkreuzung sozusagen. Der Blick fällt auf diese Hütte voraus. Aber tatsächlich geht es hier scharf ums Eck. Und dann diesen kleinen schönen Pfad weiter. Genau so stelle ich mir mal einen Weg vor. Herrlich. Also die Beschilderung ist, wie kann man sagen, auf alle Wanderwege, die ich bisher gelaufen bin, wirklich hervorragend. Man kann ohne Karte laufen. Ohne GPS, man hat überhaupt kein Problem damit, sich zu orientieren. Hier geht es jetzt richtig mächtig bergab und das ist übrigens eine Strecke, wo man dann erkennt,
ob man gute Wanderschuhe hat, beziehungsweise ob die Wanderschuhe wirklich passen oder nicht. Weil wenn man auf solche Bergabstrecke vorne mit den Zehen an der Wanderschuhe anstößt, dann kann das ganz schön wehtun auf Zeit, auf Dauer und ziemlich ärgerlich sein. Ja, das nenne ich doch mal eine schöne Wegmarkierung. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen in dem Licht. Eine Eule weist mir den Weg. Ich weiß nicht, ob man das über das Kameramikrofon auch schon hören kann. Aber ich würde sagen, da rauscht was. Und ich hoffe, dass ich da jetzt eine schöne Quelle oder einen Bach oder einen Brunnen finde, wo ich mich ein bisschen erfrischen und was trinken kann. Hunger hätte ich auch schon, das heißt eigentlich bin ich schon jetzt zu spät dran mit Essen. Naja, wenn wir gleich sehen, ich halte euch auf dem Laufenden. Ja, da kommt das Wasser aus dem Berg raus. Ah, herrlich. Ah, toll. Die Langkopfquelle. Genau das, was ich jetzt gebraucht habe. Eiskalt, aber geil. Herrlich. Einfach nur klasse. Wie man sieht, sammelt sich da unten das Wasser von der Quelle, von dem Bach, in einem kleinen Teich. Den werde ich mir jetzt mal genauer angucken. Das Wasser ist wirklich glasklar. Die Quelle, wo ich eben war, entspringt auch vielleicht 25 Meter oberhalb von dem kleinen Teich. Und in dem Teich sieht man ganz viele von denen Molchlarven. Also Frösche sind das keine, würde ich sagen. Das scheinen tatsächlich Larven oder ich weiß gar nicht mehr genau, wie man das wirklich nennt, von Molche zu sein. Ja, den Platz hier nutze ich, wie gesagt, um mich kurz zu stärken. Vor allem um mal was zu essen. Getrunken habe ich an der Quelle, was habe ich dabei. Und ich habe einen ganz besonderen Snack dabei. Nämlich einen Backbreak Energieriegel. Mit gerösteten Buffalo-Würmern, einen Insektensnack. Ich kenne die schon, die schmecken recht lecker. Eigentlich hauptsächlich noch deine Sesamkörner etc., wo die drin sind. Ja, und sie geben echt richtig schön Energie. Nur, sie sind recht trocken, man muss viel dazu trinken, was ich aber bei der Temperatur, bei dem Wetter heute empfehle. Also mit einer Eulenwegweiser hat sich jemand definitiv super viel Mühe gegeben.
die sehen ganz toll aus, sind natürlich auch nicht zu übersehen. Einfach klasse. Absolut top. Ich bin jetzt am Raschplatz, vier Buchen. Da ist richtig toll. Da vorne ist noch so ein kleiner Tümpel, da werde ich jetzt gleich mal die Fiesen reinhängen. Da kann ich jetzt nicht widerstehen. Hinter mir, oder vor mir, je nachdem, steht ein richtig shiny Hit, wo man sich unerstellen kann. Da hängt sogar ein Pan an der Wand. Ich gucke mir die Sache jetzt mal an, wie es da drin aussieht. Ich würde sagen, kommen mit rein. Also es ist wirklich ein super, wahnsinnig toller Hit. Gläser da, ein Pan da, sauber, luftig, hell, freundlich, ein Kaderspiel. Es ist echt wirklich ganz klasse. Ins Hüttenbuch werde ich mir jetzt gleich mal eintragen. Und ja, da sieht man, wie es im Winter aussieht. Und ich mit Sicherheit kann ich sagen, wenn bei uns mal tatsächlich wieder Schnee liegt, komme ich da im Winter her, guck mir das mal an und machen wir da lecker was zu essen. Und bewacht wird die ganze Hütte vorne dran mit dem ganz tollen Drachen. Also es kann eben da überhaupt nichts passieren. Ich denke, dem Schild bleibt nichts hinzuzufügen. Ne? Oh. Herrlich. Oh. Oh. Mein Traum. Ah, der Akku von meiner Digitalkamera schwächelt schon wieder. Ich muss doch mal drüber nachdenken, ob ich meinen Ersatzakku besorge. Oder vielleicht doch besser eine von diesen, wie heißen die Dinger, Powerbank. Wo ich dann per USB auch die Actioncam, mit der ich jetzt Film anschließen kann. Oder auch mal das Handy, um einfach zwischendurch neu aufzuladen. Naja, wie gesagt, ich habe noch die Actioncam dabei. Mit der filme ich jetzt halt weiter. Ja, jetzt bin ich an einer Stelle, wo so ein Wegweiser doch schön wäre. Von da kam ich her, da war ich auf jeden Fall noch richtig. Aber jetzt geht ein Weg wieder nach unten. Und
ein Weg nach oben, wobei ich denke, der nach oben ist der richtige Weg. Ich gehe jetzt mal bergab und hoffe, dass dann wieder ein Wegzeichen kommt. Schauen wir mal. Ja, ich bin jetzt tatsächlich recht schnell wieder von der Abzweigung, wo ich mir nicht ganz sicher war, bin ich vielleicht 50 Meter bei aufgelaufen und bin dann direkt an den Platz rausgekommen, wo die Tour gestartet ist. Die Wanderung hat mir super gut gefallen, war wunderschön. Es gibt schöne Plätze, es gibt Quellen unterwegs, es gibt Brunnen unterwegs. Ganz toll natürlich dieser Platz mit der Hütte und der Feuerstelle, die wir buchen. Also wirklich fantastisch. Und bitte, bitte, wenn ihr diese Wanderung macht und zu dieser Hütte kommt, so verlassen, wie ihr sie vorgefunden habt. Ich mache mich jetzt gleich auf den Weg zu meinem Auto, zum Parkplatz. Das sind vielleicht noch 300 Meter, also nicht weit. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, gerne die Kommentarfunktion benutzen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir öfter zuseht, sprich, wenn ihr ein Abo dalasst. Okay, bis dann. Tschüss.